Den Loch reingesaut. Okay, jetzt baue ich erstmal zu, dann gucke ich mal, wie ich das da wieder mache. Ja, Minimaster war ein bisschen lästig zu spielen, weil die Viecher immer gestorben sind. Da hat man dann immer die NPCs für eingesetzt. So. Nee, komm, so. Ach komm, das mache ich ganz zu. Das sieht uns auch behindert aus. So. Genau. Ach, da drüben ist es sogar schon richtig. So. Jetzt werde ich mich gleich noch um Lichtquellen bemühen. Eigentlich müsste ich dann mal in Nether ein paar Glowstones holen, aber... Oh, da habe ich noch ein bisschen Angst vor, aber da sind wir noch gar nicht für ausgerüstet. Und jetzt wird es dunkel. Und uns kann kein Vieh mehr hier an den Karren pissen. Ist das nicht geil? Wie war das denn noch? Kann ich das wegmachen? Stört das? Ah. Nicht schön. Nicht schön. Ja, das sieht jetzt auch doof aus, wenn ich da eine Fackel drauf stelle, oder? Begeistert bin ich nicht. Nee, komm. Lass ich es erstmal dunkel hier unten, hier oben. Aber es ist soweit fertig. Das ist viel geiler. Ist noch ein bisschen hakig, oder nee? Quatsch, das klappt. Man muss nur wissen, wie man gehen muss, dann passt das hier auch. Sogar ohne große Probleme. Ja, gut, das können wir so lassen. Dann wollte ich mal gucken, wie sind denn die Kisten hier sortiert? Was haben wir denn alles? Ich hatte doch Schilder gemacht, ne? Schilder, Schilder, Schilder. Habe ich übersehen? Bin ich blind? Verdammt. Da sind sie doch. Ach, ich habe die nicht im Texture Pack erkannt. Okay, dann werde ich mal ein bisschen dran schreiben. Erde. Ja, das ist jetzt nicht so spannend, weil hier kommt überall Erde rein. Aber das ist halt der Anfang. Ein bisschen Ordnung schaffen. Ach, verdammt. Wenn, dann auch alles richtig, ne? Ich finde es schöner in der zweiten Zeile, dann ist es ein bisschen mittiger geschrieben. So. Hier kam Stein. Ja, hier kommt auch fast überall Stein rein. Es ist auch echt unspannend. Hier kommt jetzt... Oh, wer hätte es gedacht, was anders rein? Diverse Steine. Und hier nochmal ganz normal Stein. Ja, gut. Drei Kisten Stein, das ist später auch viel. Braucht man aber auch. Hier war, glaube ich, Sand. Also man braucht einiges auf Lager, weil man haut ja auch mal einiges an Stein raus, wenn man mal so ein großes Projekt hat, ne? Von daher ist das gar nicht mal so selten. Hier weiß ich es jetzt gar nicht mehr. Ich habe eh nur noch zwei. Dadurch hat sich das Ganze eh gleich erledigt. Kohle und Kohle. Ihr wundert euch jetzt vielleicht, wieso zwei Kisten Kohle? Guck mal, was da reingeht, Junge. Aber das wird später viel. Jetzt ist... Ich dachte, da steht ein Zombie. Immer, wenn ich diese Farben sehe, das ist dieses Texture Pack vom Zombie. Hatte ich hier nicht mal zwei Öfen? Eisen. Eisen kann ich schon in die richtige Truhe tun. Das ist diese. So. Dann kann ich mal kurz gucken. Hier war ja nichts drin. Ne? Hier auch nicht. Was kann denn da schon rein? Eisenerz. Okay, Gold. Jetzt packe ich mir mal gerade hier die wichtigsten Erze raus. Die Kohle kann ich mitnehmen. Kann ich dann die Kisten packen. Das sind jetzt so die weniger wichtigen Erze. Aber okay, alles hat hier seinen Platz. Die können wir mitnehmen. Die können wir schön stacken. So. Die... Wo waren die denn? Ich glaube hier. Was kommt denn hier alles in? Muss ich mal gucken. Hier kam noch Gold mit hin. Was gibt's denn alles noch für Erze? Das habe ich jetzt gar nicht mehr auf dem Kopf. Eisen, Gold, Diamant, Smaragd. Die kommen in diese Kiste. Also Eisen 3 rein, 2 Gold, Diamant 3 rein. Ja, auch Diamant finden wir später ohne Ende. Und Smaragd, machen wir mal eine Reihe. Werden wir auch nicht schaffen. Glaube ich noch nicht so dran. Das muss erstmal gefunden werden. So, 3 Reihen Lapislazuli waren es, glaube ich. 2 Reihen Flintstone und der Rest war, glaube ich, frei. Mehr findet man da nicht. Die Kohle dann weg.
So, dann ist es ein bisschen sortierter schon, ne? Ihr seht das. Das wird so ganz langsam. Hier muss ich mal ganz kurz überlegen. Genau. Hier kam diverses Holz rein. Das heißt, hier kommen so drei verschiedene Holzarten rein. Seht ihr, hier habe ich ja schon so ein bisschen angefangen, ne? Krass. Ja. Und da sehe ich gerade, ich hatte sogar noch Stufen hier drin. Verdammte Hacke. So. Ja. Das wird alles voll mit Eichenholz. Das werde ich jetzt aber nicht reintun. Brauche ich ja eh noch. Wie war das noch? Genau. Drei für jede Art. Fast wie bei Noah. Da waren es nur zwei. Wartet hier was auf uns? Sonst gehe ich jetzt mal schnell rüber pennen. Oder habe ich noch Wolle? Könnte ich mir noch ein Bett casten? Ach, casten, craften. Nee, kann ich nicht. Den Sand kann ich noch schnell wegpacken. Wenn ich ihn jetzt gerade schon in den Händen halte. So. Und dann renne ich mal schnell rüber schlafen. So, beeilen wir uns, dass uns hier nichts an den Karren pisst. Moment, ich will mal gerade gucken. Habe ich meine Steinhacke dabei? Oh, das war knapp, Zombie. Fast hättest du uns erwischt. Du kleine Schlawiner. Oh, hier ist aber richtig viel los jetzt. Jetzt kann ich bestimmt auch nicht schlafen, weil so viel Viehzeug ist. Super. Ah, Dauerfeuer. Oh, oh, was ist denn da? Da ist irgendein Vieh drin. Okay, wir können trotzdem schlafen. Herrlich. So viel scheint nämlich nicht los zu sein. Njam, 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 njam. Oh, jetzt ist das alles am Verbrennen. Warten wir noch einen Moment. Obwohl, es hat schon fast aufgehört. Ach, die brennen gar nicht, weil sie im Wasser stehen. Ihr Penner. Ach komm, hört doch auf. Aha, ich habe dich getötet. Ich habe den letzten Strike ausgeführt. Kann ich einen Pfeil mitnehmen? Ach, hört doch auf. Geht sterben. Da steht ein Zombie. Nicht vor meiner Bude, Freund. Nein. Ach toll, jetzt hat er wieder ein Loch reingeholzt. Verdammt, nur weil er oben nicht oben drauf fallen wollte. Mann. Ja gut, aber eigentlich ist das gar nicht schlimm, weil die Erde muss hier sowieso später weg. Danke, Zombie. Ach, danke, Creeper, meine ich. Der ist sogar ziemlich tief gewesen. Perfekt. Ja, das kann er gerne wieder machen. Oh, ich habe Gehirne gefunden. Ja, jetzt sind wir endlich was schlauer. Dann Schaufel raus. So, was kommt denn? Hier muss es weg. Ach, erst nochmal ein Brot essen. Eine ordentliche Bämme. So, das kommt alles weg. Diesmal holze ich erstmal alles. Ach, ich holze, ne, ist klar. Baue ich erstmal alles ab, was später sowieso wegkommt. Damit ich direkt ein System habe. Noch mehr Sand, noch mehr Sand. So. Vielleicht habe ich ja dadurch auch genug Sand, ohne dass ich jetzt ans Lager muss. Ich muss ja das alles hier noch mit Sand auffüllen, diese Bahn, damit hier auch Zuckerrohr wächst. Ihr kennt das ja, muss ich euch ja nicht erzählen. Das war schlecht. Hm. Goldwerkzeuge sind immer so eine Sache. Oder Diamantwerkzeuge sogar. Da komme ich manchmal nicht mit der Geschwindigkeit klar. Schlimmer ist das noch, wenn die Effektivität 4 oder 5 haben. Also, ich meine, 5 ist jetzt schon was ganz Besonderes, ne? Ihr kennt das. Weil dafür braucht man ja erstmal noch einen Amboss und so ein Krams. So. Ach, das war doof. So. Kommen wir weiter. Das halte ich für einfacher, als andauernd auf die andere Seite zu gehen und uns neues Wasser zu holen. Ich verstehe auch nicht, warum manche Let's Player das nicht machen. Da kriselt es mir in Fingern, wenn ich sowas sehe. Echt, das geht gar nicht. Sand. Ja, habe ich natürlich noch keinen aufgenommen, aber zum Glück habe ich die Gehirne in der ersten Reihe. So. Wie mache ich denn das jetzt? Ach komm, ich lasse mich einfach mal treiben. Da kommen wir auch gut voran. Ich habe so das Gefühl, dass ich trotzdem Sand brauche. Hier kommt auch nur Erde hin. Da ist auch Erde, das passt. Ach komm schon. Schwimm schneller.
So, schnell bis zum Ende. Komm, bevor dir die Blasen hier ausgehen. Oh, da glitscht ein Erdblock. Ich mag das. Das sieht immer so cool aus. Ach, jetzt haben wir auch ein bisschen Sand. Perfekt. Obwohl das fast mehr wie Marmor aussieht irgendwie. So richtig weiß. Naja. Aber es ist ja auch noch nicht das richtige Texture Pack. Ich bin immer noch nicht dazu gekommen, ganz ehrlich. Es ist ganz schlimm. Im Moment fehlt mir echt die Zeit. Vor allem, weil ich auch noch ein bisschen an der Homepage arbeite. Und, och, da muss ich ja einiges nachholen. Ich habe erst später mit der Homepage angefangen und da ich ja da alle Infos für die Folgen reinpacke, wie ihr sicherlich gesehen habt, weil ihr natürlich täglich auf meine Homepage guckt. Langer Satz. Muss ich dann natürlich einiges nachholen. Und ich bin mittlerweile sehr weit. Es fehlt jetzt eigentlich nur noch Minecraft. Heute habe ich Command & Conquer komplett fertig bekommen. Aber auch Minecraft will erst noch gemacht werden. Und das sind ja mittlerweile auch schon... Ja, jetzt die 30. Folge, oder? Moment. Nein, wir sind schon bei der 31. Perfekt. Ah, hier ist noch Erde. Nehmen wir auch mit. Ach, Erde. Sand. Mein Gott. Bisschen den Sand sparen hier. Damit ich hinkomme. Weg mit der Erde. So. Ach, jetzt werde ich wieder abgedrängt. Ich Außenseiter werde hier mal abgedrängt. 2, 1, wir sind sandlos. Ach, gut. Dann gehen wir mal auf Tieftaucherkurs. Los, geh da rein. Los. Ach, unter Wasser dauert es immer so ewig. Mein Gott, verstehe ich nicht wieso. Der hat doch genauso gut Kraft wie oben. Ich verstehe das gar nicht. Obwohl, eigentlich ist es nicht so. Ich erzähle voll den Bullshit gerade. Eigentlich ist es total sinnvoll, dass er unter Wasser... Aua! Langsamer ist als über Wasser, genau. Widerstand und so, ihr kennt das, ne? Ah, hier ist keine Sand mehr. Weißt du, ist hier keine Sand mehr. Das weg, das weg. So. Und dann kann ich hier auch auffüllen. Ach, da kommen wir gar nicht runter. Wir haben jetzt in die Tiefen der Erde gegraben. Schluchten tiefer als die Marianengräben. So, perfekt. Wir werden hier direkt durchgereicht. So. Perfekt. Den nächsten Graben auch schon fertig. Ja, und so langsam sieht es doch hier durchorganisiert aus. Wie beide, weiß ich nicht, wo sieht es denn durchorganisiert aus? Wie bei den Deutschen. Ja, das ist fast wie bei den Deutschen hier. Aber ihr wisst ja gar nicht, dass ich kein Deutscher bin. Ha, ich bin nämlich Ostdeutscher. Woo! Nein, ist ja auch Deutschland, ne? Seht auch ein, ich rede ja auch ganz normal, ne? Ich rede ja nicht hier auch so. Und selbst wenn. Wäre auch witzig. Also ich kenne so viele Leute, die noch so reden. Und es ist echt witzig mit denen. Die haben da auch... Die nehmen da den richtigen Humor mit. Und dann passt das auch. Die sind nicht so verklemmt. So. Also ihr könnt gerne eure ostdeutschen Witze machen. Da habe ich gar kein Problem mit. Sofern ich jetzt hier nicht geflamed werde in den Kommentaren, weil ich Ostdeutscher bin. Das wäre ziemlich gemein, ne? Aber das muss ich ja von meinen Fans hier nicht erwarten. Von meinen Abonnenten. So. Wahrscheinlich wird das später mal total peinlich, wenn die Folge so 2, 3 Jahre alt ist und alle so zurückgucken und dann... Oh mein Gott, der Schavo, der ist Ostdeutscher. Nein, man ist ja auch, was ist hier? Warum gibt ihr mir das nicht? Man ist ja auch das, was man fühlt, ne? Das ist ja wie mit dem Alter. Man ist so alt, wie man sich fühlt und man ist auch das, was man sich fühlt. Und ganz ehrlich, ich wohne jetzt schon so lange in Köln. Ich fühle mich nicht mehr wie ein Ostdeutscher. Obwohl, was heißt, ich fühle mich nicht mehr so? Das klingt auch wieder so komisch. Nein, ich wohne so lange hier. Köln ist einfach meine Heimat. Punkt aus Ende. So. Fertig. Jetzt bräuchte ich eigentlich mal wieder Seerosen. Kriege ich aber nicht. Deswegen holze ich hier jetzt ein bisschen Zuckerwatte ab. Und dann pflanzen wir drüben wieder Rummels Zuckerwatte. Oh, da ist gerade ein Erdblock gespawnt. Nee, das wird nicht reichen. Nehme ich lieber noch eine Reihe mit. So.
Wie viel sind denn das hier? 4. Dann sollte das ja reichen, wenn ich hier doppelt so viel pro Reihe mitgenommen habe. Ach, dieser Block da. Kann er mal aufhören, da rumzuglitschen? Wo sind wir denn hier? Wir sind hier in Deutschland, ja? Hier herrscht Zucht und Ordnung. Wie im Dackelclub von, wie heißt der nochmal? Hausmeister Krause. So. Hä? Doch zu wenig? Verdammt. Wie viel brauche ich denn noch? 4 wahrscheinlich, ne? 4, genau. Ja, 4. Mhm. So. 4.